Ihr Ministerium hat sich ja jetzt für die israelische Drohne Heron entschieden. Da würde mich mal interessieren, was hat den Ausschlag gegeben? Was macht diese Drohne besser als andere? Und wie viele sollen denn bis 2025 gekauft bzw. geleased werden? Wie viele? Dazu begrüßen wir den Regierungssprecher Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt die Termine, die öffentlichen Termine der Kanzlerin der nächste Woche von Herrn Seibert und eine Vorankündigung von Herrn Schäfer, der bis dahin wieder da ist. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Fangen wir mit den Terminen an. Es geht am Montag, den 18. Januar, los. Die Bundeskanzlerin empfängt den griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos um 16.30 Uhr im Kanzleramt. Bei der Begrüßung ist ein Bildtermin vorgesehen. Am Dienstag, den 19. Januar, besucht sie dann in Kiel die Einsatzflottille 1 der Marine. Sie wird an Bord und von Bord der Korvette Braunschweig aus sich ein Bild von den Aufgaben und den Fähigkeiten dieser Einsatzflottille machen. Sie wird im Gespräch mit den Soldaten und Soldatinnen auch deren persönliche Eindrücke aus zurückliegenden Einsätzen bekommen, also zum Beispiel auch über den Einsatz im Rahmen der Seenothilfe im Mittelmeer. Aber es wird natürlich auch um die alltäglichen Herausforderungen der Soldaten und Soldatinnen gehen, beispielsweise um die Vereinbarkeit von Dienst und Familie. Ein Pressestatement der Kanzlerin ist für etwa 15.40 Uhr vorgesehen. Am Mittwoch zunächst um 9.30 Uhr wie üblich die Kabinettssitzung. Am Mittwochnachmittag wird die Bundeskanzlerin in Wildbad Kreuth sein. Sie wird dort ab 17 Uhr an der Klausurtagung der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag teilnehmen. Es ist auch ein gemeinsames Statement der Kanzlerin mit dem Vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion, Herrn Kreuzer, und mit Ministerpräsident Seehofer vorgesehen. Und am Rande dieser Kreuter-Klausurtagung wird die Bundeskanzlerin noch zu einem Gespräch mit dem estnischen Ministerpräsidenten Taavi Rojas dort zusammentreffen. Am Freitag dann hier in Berlin die ersten deutsch-türkischen Regierungskonsultationen. Es beginnt um 12 Uhr mit dem Empfang des türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu, um 12 Uhr mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt durch die Kanzlerin. Sie wird dann mit ihm ein Gespräch führen. Parallel dazu, das ist ja das Format der Regierungskonsultationen, die Gespräche der Minister in ihren jeweiligen Ressorts. Auf deutscher Seite werden teilnehmen Außenminister Steinmeier, Verteidigungsministerin von der Leyen, Bundesinnenminister de Maizière, Bundeswirtschaftsminister Gabriel und der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Herr Müller. Und auf türkischer Seite sind der Außenminister, der Innenminister, der Verteidigungsminister, der Wirtschaftsminister, der stellvertretende Ministerpräsident und der Europaminister dabei. Um 13.30 Uhr ein Familienfoto, danach dann die Plenarsitzung beider Delegationen beim Mittagessen und um 15 Uhr dann eine abschließende Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit dem türkischen Ministerpräsidenten. Soweit die Termine für die kommende Woche. Danke, Herr Seibert. Und Herr Schäfer. Ja, vielen Dank, Herr Detjen. Lassen Sie mich von dieser Stelle noch etwas zu dem schrecklichen Terroranschlag sagen, der sich gestern in der Innenstadt von Jakarta in Indonesien ereignet hat. Wir verurteilen diesen brutalen Terrorakt auf das Schärfste. Er zielte mitten in das Herz der vielfältigen indonesischen Gesellschaft und der indonesischen Demokratie mit dem offenbaren Ziel, Unruhe und Angst unter die Menschen zu bringen und die böse Saat des Terrors und des Terrorismus auch nach Südostasien zu tragen. Das ist offenbar auch ein Angriff auf die in Indonesien von den allermeisten Gläubigen praktizierte, ja sehr tolerante Form des Islam. Wir stehen in diesen schweren Stunden fest an der Seite Indonesiens und sind in Gedanken bei den Opfern des Anschlags, ihren Familien und Freunden. Und Vertreter der Bundesregierung werden auch heute noch ihren indonesischen Amtskollegen
diese Botschaft der Solidarität und der Partnerschaft angesichts dieses Terroranschlags und auch ihr Beileid zum Ausdruck bringen. Vielen Dank. Danke, Herr Schäfer. Dann fangen wir mal mit den jetzt genannten Themen an. Gibt es zum Thema Jakarta Anschlagfragen? Gibt es zum Thema Flottenbesuch der Kanzlerin? Achso, zu Jakarta? Thema Kanzlerin bei der Flotte? Deutsch-türkische Regierungskonsultationen? Herr Siebert. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, sozusagen auf eine Reihe von oder nach einer Reihe von Terminen der nächsten Woche zu fragen. Also wenn es jetzt die Gespräche gibt mit dem griechischen Präsidenten, mit dem estnischen Regierungschef, mit der türkischen Regierung, vielleicht könnten Sie uns mal schildern, sozusagen, was die Ziele oder was die Bemühungen der Bundesregierung sind und der Bundeskanzlerin im Hinblick auf die Lösung der Flüchtlingskrise in all diesen bevorstehenden Terminen etwas zu erreichen. Nun gut, also Herr Siebert, Sie wissen, die Kanzlerin hat es in ihrer Neujahrsansprache auch gesagt und seitdem viele Mal, national in Europa und international arbeiten wir daran, erstens den Schutz der europäischen Außengrenzen zu verbessern, zweitens aus illegaler Migration legale zu machen, die Fluchtursachen zu bekämpfen und so natürlich die Zahl der Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen, nachhaltig und dauerhaft spürbar zu verringern. Das ist das Panorama, vor dem all diese Gespräche stattfinden. Und dann kommt mit jedem Land natürlich noch das hinzu, was vielleicht unser bilaterales Verhältnis mit diesem Land besonders prägt. Im Falle Griechenlands ist es offensichtlich, dass die Kanzlerin mit Präsident Pavlopoulos auch über den Stand der Reformarbeiten in seinem Land sprechen wird, über die Erfüllung der Vereinbarungen zwischen den EU-Partnern oder den Europartnern und Griechenland. Aber natürlich kommt auch das Migrationsthema zur Sprache, das für die Griechen eine große Belastung ist und für Deutschland auch. Herr Lohse. Vielleicht zum Thema Griechenland gleich dazu. Dass der Bundesinnenminister hat ja kürzlich die Entscheidung, dass keine Migranten nach Griechenland zurückgewiesen werden, um ein halbes Jahr verlängert, statt wie bisher immer ein Jahr. Ich weiß nicht, ob das Innenministerium oder vielleicht auch Sie, Herr Seibert, etwas sagen können, warum jetzt die Verkürzung dieser Frist. Erwartet man, dass die Griechen demnächst in einem Zustand sein werden, in dem sie eher in der Lage sind, eine größere Zahl von Deutschland zurückgeschickter Migranten angemessen unterzubringen? Ja, vielleicht das Innenministerium. Ich kann das auch gerne übernehmen. Ja, danke schön. Also es ist in der Tat richtig, dass die Aussetzung diesmal bis zum 30.06. nur erfolgt ist. Das hängt damit zusammen, dass wir schon seit der letzten Aussetzung erhebliche Fortschritte im griechischen Asylsystem gesehen haben, die noch nicht ganz hinreichend sind, um auf eine solche Aussetzung zu verzichten. Die Aussetzung ist auch erfolgt, um sozusagen den griechischen Behörden, wenn ich das so etwas umgangssprachlich sagen darf, Luft zu verschaffen, in diesen 6 Monaten nochmal deutliche weitere Fortschritte zu erzielen. Eine Prognose, wie es dann weitergeht, kann und will ich jetzt hier an diesem Ort nicht geben, weil es eben von den Fortschritten und vom Ausmaß dieser Fortschritte abhängt, selbstverständlich. Aber wir werden uns das sehr sorgfältig anschauen, wie die Entwicklung eben in diesen 6 Monaten in Griechenland laufen wird. Herr Jung, Zusatz bitte. Gehört zu diesen erheblichen Fortschritten, wie Sie gesagt haben, auch eine funktionsfähige Hotspots, einer, mehrere, oder können Sie uns überhaupt mal berichten, wie weit dieses Projekt gediehen ist? Zum allerletzten Sachstand in Sachen Hotspots müssten Sie sich tatsächlich an andere Stellen wenden, zum Beispiel an die Kommission. Da liegt mir jetzt kein tagesaktueller neuer Sachstand vor. Die Kommission überwacht ja gleichsam. Ich glaube, der Begriff Überwachung ist untechnisch jetzt zu verstehen, wie das läuft. Es ist ja schon bald, am 25. Januar, ein informeller JI-Rat, dann in Amsterdam. Jetzt haben wir ja die niederländische Präsidentschaft. Da wird sicher auch da nochmal ein neuer Sachstand für alle Minister vorgestellt.
Richtig ist aber, dass von den Fortschritten, die ich meine, in erster Linie die Fortschritte natürlich gemeint sind, die im Sinne, die für eine Dublin-Rücküberstellung erforderlich sind. Und bei diesem Hotspot-Thema handelt es sich um keines, das unmittelbar eines ist, wo es um die Verpflichtung der, um die Erfüllung der Verpflichtung aus dem gemeinsamen europäischen Asylsystem geht. Oder etwas kürzer gefasst, die Hotspot-Fortschritte sind keine, die unter die Fortschritte fallen, die ich meine im Sinne von Ermöglichung von Rücküberstellung nach Griechenland. Und welche meinen Sie, wenn mir die noch erlaubt ist? Welche Fortschritte meinen Sie? Naja, also ich will jetzt nicht alle im Einzelnen aufführen, aber es gibt ja Rechtsprechungen zu der Frage, ob Rücküberstellungen, Dublin-Rücküberstellungen nach Griechenland möglich sind, sowohl vom EGMR, also Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, als auch vom Bundesverfassungsgericht. Dort wurde festgestellt zu dem Urteilszeitpunkt, dass es schwerwiegende systemische Mängel gibt und die sind dort auch im Einzelnen aufgelistet und das sind sozusagen die Knackpunkte, in denen es Verbesserungen zum Teil schon gegeben hat, aber weitergeben muss. Herr Jung. Herr Seibert, welche Rolle werden die Menschenrechte und die Pressefreiheit bei den Gesprächen mit der türkischen Regierung spielen und welche Rolle die Verbindungen zu ISIS, der türkischen Regierung und Herr Schäfer, es wird ja sicherlich auch um das türkische Vorgehen in den Kurdengebieten in der Türkei gehen. Könnten Sie vielleicht mal die Einschätzung des Auswärtigen Amtes diesbezüglich mitteilen? Also wie beurteilen Sie das türkische Vorgehen mit den Kurden in den letzten Wochen und Monaten? Herr Jung, Sie behaupten ja hartnäckig Verbindungen der türkischen Regierung zu ISIS und wir sagen Ihnen regelmäßig, das könnte ich auch heute noch mal wiederholen, dass der Bundesregierung dafür keine Belege vorliegen. Insofern wird der gemeinsame Kampf gegen IS eine Rolle spielen bei den Gesprächen. Natürlich wird die innere Situation in der Türkei, die Lage der Kurden, ebenso eine Rolle spielen. Es war immer die Position der Bundesregierung, die haben wir mehrfach geäußert, dass wir den Annäherungsprozess an die Kurden, den es in den letzten Jahren, den Prozess der Versöhnung, den es in den letzten Jahren gegeben hat, sehr unterstützt haben, sehr positiv für die Türkei empfunden haben und dass wir hoffen, dass es gelingt, an diesen Prozess wieder anzuknüpfen. Das war immer ein Thema und wird es auch weiterhin sein. Und ansonsten haben wir bei diesen deutsch-türkischen Regierungskonsultationen natürlich eine Vielzahl von gemeinsamen Interessen, die zu besprechen sind. Bitte, Ihre Frage. Die Frage war... Moment, Zusatz 1. Erstens hat Herr Schäfer die Frage noch nicht beantwortet und Herr Seibert, die Frage war nach der Rolle der Menschen und Menschenrechte und Pressefreiheit. Ich habe Ihnen gesagt, dass die innere Lage in der Türkei auch ein Gesprächsthema ist immer. Es sind ja auch die Innenminister beider Seiten dabei. Im Übrigen ist es natürlich bei allen Gesprächen, die zwischen der EU und der Türkei geführt werden, ein Thema. Ja, ich kann das nur voll unterstützen und bestätigen, was Herr Seibert da gerade gesagt hat. Ich sage vielleicht fürs Außenministerium noch zusätzlich, dass wir ja nicht mit jedem x-beliebigen Land Regierungskonsultationen durchführen, sondern es eine ausgewählte Zahl von wichtigen Nachbarn und Partnern gibt, mit denen wir solche Regierungskonsultationen durchführen. Allein der Umstand, dass wir mit der Türkei Regierungskonsultationen durchführen, zeigt doch schon das Interesse, das wir an der Türkei haben. Ich denke, es zeigt auch das Interesse, das die Türkei an gedeihlichen Beziehungen mit Deutschland hat. Und wenn man so enge Beziehungen pflegt, die gehen ja noch weit darüber hinaus. Es gibt den strategischen Dialog der Außenminister seit einiger Zeit und vieles andere mehr. Dann ist das völlig selbstverständlich, dass alle Themen auf den Tisch kommen. Dazu gehört, wie Herr Seibert das gesagt hat, auch zwischen den Außenministern der Umgang mit der kurdischen Minderheit in der Türkei, auch im Südosten, selbstverständlich, den wir mit großer Aufmerksamkeit beobachten, auch mit Sorge. Und es ist nicht neu, und das bekräftige und wiederhole ich gerne, dass unsere Aufforderung an beide Seiten gilt, Maß zu wahren. Die PKK ist eine terroristische Vereinigung. Und es ist völlig legitim, gegen eine terroristische Vereinigung und gegen Terrorismus vorzugehen. Und es ist sehr vernünftig dabei, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. So, jetzt habe ich eine lange Liste von Fragen. Sie bitte dann Herrn Wonka, Herr Siebert, Herr Madlang, Herr Lohse nochmal und die Kollegin Dörr, bitte. Ja, ich habe auch noch eine Frage zum Thema Flüchtlinge.
Der Innenminister hat sich ja kürzlich besorgt geäußert über den Anstieg von Flüchtlingen, die aus nordafrikanischen Staaten kommen. Da gibt es ja auch Überlegungen, diese Gruppe zurückzuführen. Deswegen meine Frage, gibt es Überlegungen, diese Staaten zu sicheren Drittstaaten zu erklären und damit die Rückführung dieser Menschen zu erleichtern? Und ans Auswärtige Amt, gibt es eigentlich auch Kontakte zu Marokko, Tunesien, anderen Staaten, um zu sondieren, ob die überhaupt bereit sind, ihre Staatsbürger zurück aufzunehmen und wenn nein, ob darüber verhandelt wird? Wollen Sie ja, ich kann gerne beginnen. Also in der Tat hat es jetzt insbesondere bezogen auf Algerien und Marokko erhebliche Anstiege gegeben. Also wenn Sie zum Beispiel mal auf die Juni-Zahlen schauen für Algerien und Marokko, hatten wir da 847 für Algerien und 368 für Marokko, während das jetzt im abgelaufenen Dezember zum Beispiel schon 2.296 für Algerien und 2.896 für Marokko gewesen sind. Das vielleicht zu den Zahlen und zur Bestätigung dieses Anstieges, von dem Sie sprachen. Dann hatten Sie gefragt nach sicheren Drittstaaten. Ich vermute, Sie meinen sichere Herkunftsstaaten. Das sind ja zwei verschiedene Rechtskonzepte. Dass es dazu Überlegungen gibt, habe ich jedenfalls den Medien entnommen im politischen Raum. Konkrete Pläne aus dem Bundesinnenministerium kann ich Ihnen dazu aber nicht berichten. Gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, einen Status herzuführen, der die Rückführung dieser Menschen erleichtert, ob das nun sichere Drittstaaten oder Herkunftsstaaten sind? Was schon einen Unterschied macht, muss ich auch noch mal dem Kollegen aus dem Innenministerium beipflichten. Also zunächst mal muss man sagen, und das gilt ja für all diejenigen Ausländer, die hier nach einem rechtsstaatlichen Verfahren, denen hier bescheinigt wird, dass sie kein Aufenthaltsrecht in diesem Land haben, müssen das Land verlassen. Das muss unser Anspruch sein. Und das gilt natürlich auch für Angehörige von nordafrikanischen Staaten. Und dann muss darüber gesprochen werden, wie diese Rückführungen möglich sind. Wir haben ja mit Algerien, das kam in dieser Woche bei den Gesprächen mit dem algerischen Ministerpräsidenten auch zum Ausdruck, wir haben ein Rückführungsabkommen. Das heißt, auf dem Papier ist alles geregelt. In der Praxis erweist es sich als durchaus problematisch in einzelnen Fällen und darüber muss geredet werden, dass die Praxis der Vertragslage angepasst wird. Das ist ein Gesprächsthema, das wir mit diesen Staaten haben. Über weitere Pläne kann ich Ihnen hier nicht berichten, da geht es mir genau wie dem Sprecher des Innenministeriums. Ja, Herr Plate, wollen Sie vielleicht zuerst, sonst sage ich gerade zwei Sätze zu den gemeinsamen Anstrengungen des Innen- und des Außenministers, nicht nur auf dem westlichen Balkan, sondern auch gegenüber anderen Herkunftsstaaten, zu denen die von Ihnen genannten gehören, darauf hinzuwirken, dass die Rückführung, soll man sagen, etwas geschmeidiger, etwas flüssiger, etwas schneller, etwas effektiver vonstatten gehen kann. Herr Seibert hat das angedeutet, ich sage das vielleicht mal etwas plakativer. Allein das Aushandeln eines Rücknahmeabkommens, sei es durch die Bundesregierung oder sei es durch die Europäische Union, und dafür gibt es zahlreiche Beispiele mit zahlreichen Staaten, mit denen es solche Abkommen auf nationaler und europäischer Ebene gibt, reicht eben nicht aus. Denn es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, im Wesentlichen bürokratischer Natur, solche grundsätzlichen politischen Vereinbarungen eben in der Praxis zu erschweren oder gar unmöglich zu machen. Und die Initiative, die die beiden Minister, Herr de Maizière, der Innenminister, und Herr Steinmeier als Außenminister verfolgen, ist gerade anzusetzen bei den bürokratischen Problemen. Da geht es um die Identifikation von Personen, da geht es um anständige Personenstandsdokumente, Ausweispapiere und Ähnliches. Und unser Ansatz ist, mit unseren Partnern, zunächst auf dem westlichen Balkan, aber dann eben auch in Nordafrika, zu vereinbaren, dass es sogenannte EU-Laissez-Passer gibt, also Ausweispapiere, die dann von unseren Partnerstaaten als solche und als Identifikationsdokumente anerkannt werden, auf deren Grundlage dann Menschen, die, wie Herr Seibert das gerade ausgeführt hat, bei uns dann rechtskräftig keinen dauerhaften Aufenthalt bekommen können, in diese Partnerstaaten zurückgeführt werden. Das ist das sprichwörtliche dicke Brett, dass da gebohrt werden muss. Das geschieht nicht erst seit gestern, auch nicht erst seit dem letzten Jahr, sondern das geschieht seit vielen Jahren und ist mühsam.
ist, wenn Sie so wollen, Amtshilfe für die Bundesländer, die ja für die Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern oder anderen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten, zuständig sind und hat durch die aktuellen Flüchtlingsströme natürlich neue politische Aktualität gewonnen. Und ich kann Ihnen versichern, der Außen- und der Innenminister, die gehen das mit großem Engagement an, auch in den persönlichen Gesprächen, die sie mit diesen Ländern führen. Nee, jetzt machen wir keine Zusatzfragen mehr. Wir haben so lange Frageliste. Herr Wonka. Herr Seibert, die aktuellen Flüchtlingsströme seit Beginn des Jahres würden zu einer Zahl von rund 1,2 Millionen Flüchtlinge am Ende dieses Jahres führen. Ist das für die Bundeskanzlerin verkraftbar? Und können Sie sagen, es wollen ja mehrere Unionsbundestagsabgeordnete der Bundeskanzlerin schreiben und eine Wende in der Flüchtlingspolitik herbeiwünschen oder herbeifordern. Ist die Bundeskanzlerin, nachdem Sie auch jetzt noch SPD-Ministerpräsidenten diesem Aufruf offenbar anschließen, ist die Bundeskanzlerin zu einer Wende in ihrer Flüchtlingspolitik bereit? Ich will zunächst mal zu Ihrer Frage nach den Zahlen etwas sagen, Herr Wonka. Erstens, wir haben den 15. Januar heute auf die noch kommenden 350 Tage des Jahres hochzurechnen, erscheint mir sehr gewagt, vielleicht auch nicht ganz seriös. Zweitens, es kursieren Zahlen, und das nehmen wir vielleicht gerne zum Anlass, um nochmal darauf hinzuweisen, dass Zahlen auch mit Vorsicht zu genießen sind. Es kursieren immer wieder Zahlen über die vermeintlich in diesem Jahr schon neu Zugereisten. Die werden dann oft mit den sogenannten EASY-Zahlen verwechselt. Die EASY-Zahlen, das sind die Zahlen der tatsächlich als asylsuchend Registrierten. Sie wissen, und das haben wir hier schon häufig gesagt, bei diesen EASY-Zahlen gibt es immer eine Verzögerung. Das heißt, da können jetzt in der Statistik Menschen auftauchen, die schon seit vielen Wochen oder Monaten hier sind. Es gibt die Möglichkeit von Doppelerfassungen, es gibt die Möglichkeit von Ausreisen, die nicht abgezogen sind. Die tatsächliche Zahl der in diesem Jahr Zugereisten, das kann Herr Plate vielleicht noch ergänzen, liegt deutlich niedriger als diese EASY-Zahl. Ansonsten, wie gesagt, wir haben den 15. Januar. Die Bundesregierung hat national, europäisch, international eine Vielzahl von Maßnahmen, Initiativen und Projekten angestoßen, um die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge spürbar und dauerhaft zu verringern. Wir haben heute, Mitte Januar, deutlich niedrigere Zahlen von zureisenden Flüchtlingen, als wir sie im Dezember, im November, vor allem im Oktober hatten. Und trotzdem ist ganz klar, dass sehr intensiv weitergearbeitet werden muss, um diese spürbare, dauerhafte Verringerung zu erreichen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ansonsten nehme ich jetzt zu Vorgängen in den Fraktionen und im parlamentarischen Raum keine Stellung. Die Bundeskanzlerin hat ihre Haltung zur Flüchtlingssituation, ihre Flüchtlingspolitik mehrfach in den letzten Tagen, auch gerade in großen Reden, wieder öffentlich erklärt. Und daraus können Sie, glaube ich, Ihre Schlüsse ziehen. Keine Wende. Ein intensives Arbeiten an den Maßnahmen national und international, europäisch, die wir eingeleitet haben und die in der Tat auch noch intensiver Arbeit bedürfen. Herr Plate. Ja, ich möchte nur ganz kurz vielleicht ergänzen zu den Zahlen, falls da Interesse besteht, auch wenn das Wesentliche aus meiner Sicht Herr Seibert natürlich schon gesagt hat. In der Tat kursieren da ja in den letzten Tagen ganz viele verschiedene Zahlen. Von um die 50.000 ist die Rede, habe ich gelesen. In der Tat, ohne dass ich diese Zahl konkret bestätigen möchte, wir geben EASY-Zahlen, bei denen es sich ja um Länderzahlen handelt, spitz auf Knopf nur einmal im Monat raus. Aber diese Größenordnung 50.000, daran kann ich erkennen, dass es sich da eben um eine solche EASY-Zahl in der Tat handeln muss, wo eben nicht die alle eben nicht abbildet, wie viele Leute im Januar eingereist sind. Zu den Einreisezahlen hat Herr Dimroth neulich schon Stellung genommen. Ich will das trotzdem noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Wir haben Einreisezahlen in der Regel so zwischen 2.000 bis 3.000 am Tag, ist an vielen Tagen auch deutlich unter 2.000 am Tag. Das sind die Einreisezahlen und auch die kann man mit den gleichen Argumenten, die Herr Seibert genannt hat, nur sehr eingeschränkt aufs Jahr hochrechnen. Und doch möchte ich diese Größenordnung mal an die Hand geben, um vielleicht ein bisschen Ihren Vermutungen, die ich Ihrer Frage entnehme, die Spitze zu nehmen. Herr Siebert, dann Herr Madeler. Eine Nachfrage an Herrn Plate. Ihr Minister wurde aus der Fraktionssitzung in dieser Woche zitiert mit der Äußerung, die Einreisenden würden jetzt an der deutsch-österreichischen Grenze alle kontrolliert. Würde ich Sie bitten, das sozusagen zu bestätigen, wenn das möglich ist.
Und an Herrn Seibert nochmal die Frage jetzt auch mit Blick auf die Türkei und auch auf die Zahlen. Wie Sie mehrfach ja gesagt haben, ist die Türkei der Schlüsselpartner irgendwie bei der Frage der illegalen Grenzübertritte. Wie weit ist man da jetzt eigentlich schon praktisch? Also sozusagen sind die jetzt verringerten Zahlen zurückzuführen auf türkische Bemühungen oder auf andere Faktoren? Und wenn es jetzt sozusagen weiterhin darum geht, die Türkei da zur Kooperation zu bewegen, wer macht, findet sowas zum Beispiel auch am kommenden Freitag statt in den Regierungskonsultationen oder findet das nur auf europäisch-türkischer Ebene statt? Sozusagen, wie weit ist man, wo will man noch hin? Ich denke, am besten beginne ich, weil, glaube ich, der erste Teil Ihrer Frage sich an mich richtete. Also ich glaube, es ist ganz klar, dass das Bundesinnenministerium mit Nachdruck natürlich das Ziel verfolgt, den Zuzug von Migranten und Schutzsuchenden bei der Einreise so vollständig zu erfassen, wie das irgend möglich ist. Diesem Ziel dient ja auch das Datenaustauschverbesserungsgesetz, das jetzt gestern im Bundestag verabschiedet worden ist. Aber richtig ist auch, dass wir uns daran begeben haben, die behördlichen Prozesse zur Steuerung der Erfassung von Asylsuchenden und unerlaubt eingereisten Personen anzupassen. Und es ist dazu ein Konzept erarbeitet worden mit allen Prozessbeteiligten, sodass möglichst vollständig und zeitnah nach Einreise die Personen erfasst werden und in die Länder weitergeleitet werden können. Es ist so ein Probelauf im Moment, der läuft seit 23. Dezember, jedenfalls Mitte, Ende Dezember. Und das läuft bisher ganz gut. Dieser Probelauf ist erst möglich geworden, dadurch, dass eben nicht mehr um die 9.000 Migranten am Tag einreisen, sondern 2.000 bis 3.000, sodass es wirklich jetzt ein Probelauf zunächst ist. Und in der Tat ist es so, dass das bisher ganz gut läuft. Wir haben sehr hohe Prozentzahlen einer ED-Behandlung in absoluter Grenznähe. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, um von einer sicheren und festen Vollregistrierung zu sprechen. Aber dass das Ziel ist, das kann ich, glaube ich, ganz klar bestätigen. Und mit dem neuen Konzept, das wir da proben, läuft es auch ganz gut. Ja, ich war, glaube ich, auch noch. Genau. Ja, so. Herr Siebert, ich kann Ihnen die Gründe, warum die Zahl der derzeit über die Türkei Einreisenden deutlich niedriger ist, als sie das in den vergangenen Monaten war, hier nicht wirklich analysieren. Da wird das Wetter eine Rolle spielen. Es mag andere Effekte geben. Das kann ich nicht analysieren. Wir nehmen das zunächst einmal zur Kenntnis, halten die Richtung für die richtige und wissen aber, dass wir noch intensiv weiterarbeiten müssen. Wer macht diese Arbeit? Es ist die Europäische Union, die auf ihrem Gipfel Ende November mit der Türkei, ein EU-Türkei-Gipfel war das, einen gemeinsamen europäisch-türkischen Aktionsplan beschlossen hat. Die Gipfelerklärung, der Aktionsplan, das ist ein konkretes Arbeitsprogramm, das für beide Seiten eine ganze Reihe von Aufgaben aufschreibt. Die europäische Seite hat einige davon umgesetzt, die türkische hat einige umgesetzt und es wird die Sache der Europäischen Kommission sein, immer wieder diesen Prozess auch zu überprüfen, voranzutreiben. Dazu ist auch der stellvertretende Kommissionspräsident Timmermans ja gerade wieder in der Türkei gewesen. Ich glaube, man kann trotzdem sagen, dass bei diesem Prozess und für das Zustandekommen dieses Prozesses die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin eine mitentscheidende Rolle gespielt hat. Deutschland hat sich auch von vornherein bemüht, diesen Prozess bilateral zu flankieren. Und deswegen können Sie davon ausgehen, dass das alles auch Themen unserer Begegnung mit den türkischen Ministern und dem Ministerpräsidenten am kommenden Freitag sein werden. Es ist ein europäischer Prozess, mit angestoßen durch Deutschland und flankiert durch alles das, was wir politisch, diplomatisch machen können. Danke. Die nächste Frage kommt von Herrn Madle. Herr Platte, ich wollte Sie fragen, vielleicht haben Sie Zahlen über die Rückführungen von Flüchtlingen an der deutsch-österreichische Grenze. Wie hat sich die Zahl entwickelt und kann man das verbinden mit diesem neuen Konzept der Registrierung an der Grenze oder das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Und Herr Seibert, es gibt neue Umfrage, wonach
fast oder etwa 60% der Deutschen der Meinung sind, dass wir das nicht schaffen. Macht sich die Kanzlerin Sorgen um die Stimmung im Lande? Ja, ich kann ja gerne beginnen. Sie haben von Rückführungen gesprochen. Ich denke, Sie sprechen an auf das in den letzten Tagen, fast schon Wochen, immer wieder, vor allen Dingen in der österreichischen Presse, thematisierte Thema, na gut, ist ein bisschen doppelt, jedenfalls angesprochene Thema der Zurückweisung an der Grenze. In der Tat weist die deutsche Bundespolizei an der deutsch-österreichischen Grenze solche Migranten zurück, die angeben, gar nicht in Deutschland Schutz zu suchen. In erster Linie ist das die Gruppe, die das betrifft. Das ist aber nicht neu, sondern das ist schon von Anbeginn der Anführung der Grenzkontrollen im September genauso. Ich kann mir nur vorstellen, dass das deswegen eine erhöhte Aufmerksamkeit jetzt erfahren hat, weil eben die Zahlen angestiegen sind. Also die Größenordnung ist ungefähr so, ich habe jetzt die ganz genauen Zahlen nicht dabei, das ist im November ungefähr um 400 solche Zurückweisungen gegeben hat, im Dezember um 700 und es in den ersten zwei Januarwochen um die Zahl 2000 herum sich jetzt bewegt hat, auf diese zwei Wochen bezogen. Die Zahl ist also stark gestiegen. Ihre Frage war, ob das sozusagen was mit irgendeinem neuen Konzept zu tun hat, die habe ich eigentlich schon beantwortet. Nein, hat es also nicht. Das ist einfach ein Phänomen, das darin begründet liegt, dass mehr Personen, offenbar eine steigende Anzahl von Personen bei der Einreise angibt, nicht in Deutschland Schutz zu suchen, während das in den Vormonaten eine geringere Zahl gewesen ist. Deswegen kommt es auch zu einer höheren Zahl von Zurückweisungen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch einen Teil Ihrer Frage unterwegs liegen gelassen habe. Dann müssten Sie es vielleicht noch mal ergänzen. Der andere Teil richtete sich jedenfalls an Herrn Seibert. Ich kommentiere hier keine Umfragen. Habe ich auch noch nie getan und werde ich auch zukünftig nicht tun. Die Aussage, wir schaffen das, ist ja nicht nur einfach eine Aussage, sie ist ja auch die Überschrift, wenn Sie so wollen, über einem Katalog von ganz vielfältiger nationaler wie internationaler und europäischer Flüchtlingspolitik und Integrationspolitik, die die Bundesregierung betreibt. Wir haben das hier, ich würde mal sagen, ein Gutteil unserer Arbeit hier in den letzten 6-7 Monaten war Ihnen, dieses in allen Details darzustellen. Es ist ganz klar, ich verweise nochmal auf die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin, dass uns diese Aufgabe, die eine große und historische Aufgabe ist, noch viel Geld, noch viel Mühe kosten wird, dass sie den Einsatz aber wert ist. Dann ist die nächste Frage von Herrn Lohse, dann der Kollegin dort, bitte. Herr Lohse. Ja, Herr Plath, ich komme noch einmal auf mein Thema von vorhin, Griechenland, zurück. Sie hatten gesagt, mit der Aussetzung nur für 6 Monate oder für 6 Monate geben Sie den griechischen Behörden noch einmal etwas Luft. Kann ich daraus schließen, dass das Ziel ist, dass dieser Aussetzungsbeschluss möglicherweise schon im Laufe des Jahres, dann also in der zweiten Hälfte, aufgehoben wird? Geht es in diese Richtung? Und wenn ja, ist die Bundesregierung optimistisch, dass sie das tun kann? Ja, ich verstehe das Interesse hinter der Frage. So zugespitzt möchte ich mich aber nicht verstanden wissen. Selbstverständlich ist das Ziel, dass alle europäischen Mitgliedstaaten wieder sozusagen auch faktisch voll Mitglied des Dublin-Systems werden und dass das System auch wieder vollflächig funktioniert, solange es kein anderes legislativ geschaffen wird. Aber es ist auch noch ein erhebliches Stück Weges zu gehen für Griechenland. Wir schauen das uns ergebnisoffen an. Dann bitte Ihre Frage. Die hat sich zu dem Themenkomplex erledigt. Dann andere Themen später, Frau Poliesen. Dann Herr Jung. Herr Seibert, die Zeitung La Stampa schreibt heute auf der ersten Seite über einen Plan von einem Mini-Schengen. Also die deutsche Regierung würde so einen Plan haben. Und diese Mini-Schengen würden Italien ausschließen wegen ihrer schwache Beiträge in der Flüchtlingslösung. La Stampa zitiert Regierungskreise. Können Sie einen solchen Plan bestätigen? Und ich habe noch eine Frage. Sind das Schicksal von Euro und das Schicksal von Schengen verbunden? Ich weiß nicht, welche Pläne La Stampa angeblich vorliegen. Ich kenne auch nicht die Quellen von La Stampa. Ich weiß, dass für die Bundesregierung Schengen als Ausdruck europäischer Freizügigkeit und freier Bewegung und freien Austauschs eine zentrale europäische Errungenschaft ist.
an der uns sehr viel liegt und die wir unbedingt bewahren wollen. Deutschland als ein Land mitten in diesem Kontinent gelegen, profitiert erheblich von Schengen, aber alle profitieren davon, die daran teilnehmen. Und natürlich kann Schengen nur funktionieren auf Dauer, wenn wir eine gemeinsame europäische Antwort auf die Migrationsherausforderungen finden und wenn wir vor allem eine gemeinsame europäische besseren Schutz und Kontrolle unserer Außengrenzen organisiert bekommen. Diesen Zusammenhang gibt es, auf den ist vielfach hingewiesen worden. Darüber hinaus kann ich dazu nichts sagen. Zusatz. Ja. Nein, ich habe nicht verstanden, Entschuldigung, über meine zweite Frage, diesen Zusammenhang zwischen Euro und Eurozone und, so. Und Schengen. Darüber hat die Bundeskanzlerin in den vergangenen Tagen ja auch öffentlich gesprochen, das kann man auch noch mal nachlesen. Zunächst einmal, es sind zwei herausragende Errungenschaften Europas. Wir haben in den letzten Jahren große Bemühungen gemacht, um die Eurozone zu sichern und zu stabilisieren, haben dabei auch Gott sei Dank in vielen Ländern erhebliche Fortschritte gemacht. Und wir müssen uns genauso bemühen um die Freizügigkeit, wie sie in Schengen symbolisiert ist und ausgedrückt ist, zu bewahren. Und das ist ein erheblicher Antrieb auch hinter der Arbeit, die wir jetzt in das gesamte Migrationsthema stecken. Aber Entschuldigung, gibt es die Möglichkeit, dass Länder in der Europäischen Union raus von Schengen landen wegen dieser Flüchtlingskrise? Ich möchte hier solche Spekulationen nicht anstellen. Allen sollte bewusst sein, dass Schengen ein ganz wichtiges europäisches Instrument, eine ganz wichtige europäische Errungenschaft ist, für die wir uns allerdings in diesen Tagen auch ganz besonders einsetzen müssen. Und dieser Einsatz wird auf dem Feld der Migrationspolitik zu leisten sein. Herr Jung. Zwei kurze Fragen an Herrn Seibert. Einmal zur Flüchtlingskoordination im Kanzleramt, Herr Seibert. Zur was? Zur Flüchtlingskoordination im Kanzleramt. Alles klar. Ist Deutschland, sind deutsche Kommunen, Länder und der Bund denn für dieses Jahr besser gewappnet und vorbereitet auf hunderttausende Flüchtlinge und Schutzsuchende? Und an den Leiter des BPA, wie viele Umfragen hat das BPA denn in den letzten 3 Monaten zum Thema Flüchtlinge? Die zweite Frage kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht beantworten, das müssten wir nachreichen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und die erste Frage erscheint mir jetzt sehr allgemein. Sind Bund, Länder und Kommunen besser gewappnet? Da können wir hier, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung große Bemühungen unternommen hat, um Länder und Kommunen zu unterstützen, ganz besonders die Kommunen finanziell auch zu unterstützen. Ich kann Ihnen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt, an welcher Stelle wir das jetzt aufdröseln wollen, aber ich denke, es ist in den letzten Monaten sehr viel geschehen, damit in der Tat die verschiedenen Ebenen des Staates organisatorisch und strukturell und finanziell gewappnet sind, mit diesen erheblichen Herausforderungen auch umzugehen, ja. Herr Siebert. Herr Seibert, nochmal zur türkischen Westgrenze. Wissen Sie? Geht heute echt hin und her. Ja. Wissen Sie nicht, ob dort sozusagen türkische Grenzpolizisten Menschen an der Ausreise hindern oder wissen Sie, dass sie es nicht tun? Also sozusagen gibt es darüber, welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung da zuvor, wie konkret die türkischen Bemühungen in unserem Interesse da sind? Zweite Frage, wie ist das Schicksal des Asylpakets 2? Und an Herrn Plate nochmal die Frage in Bezug auf die Zahlen Algerien, Marokko. Die Menschen, die aus diesen Ländern zu uns kommen, die reisen ja vermutlich nicht über die türkisch-griechische Seegrenze ein, sondern vermutlich über Italien oder sowas. Vielleicht können Sie uns über diesen Fluchtweg oder über diesen Reiseweg, über Ihre Erkenntnisse da nochmal was sagen. Danke. Also, Sie sollten nicht vom Schicksal des Asylpakets 2 sprechen, das klingt so dreuend. Das Asylpaket 2 ist im Gespräch. Wir werden diese Gespräche fortsetzen und werden diese Gespräche auch zu einem guten Abschluss bringen. Erstens war, glaube ich, die Frage nach der Türkei. Ja. Ich bin jetzt als Sprecher der Bundesregierung nicht in der Lage, Ihnen über konkrete Maßnahmen
der türkischen Gendarmerie oder der türkischen Sicherheitskräfte entlang der Küste zu berichten. Die Türkei selber, und das ist ja dann auch breit berichtet worden, hat im Dezember davon gesprochen, dass sie eine große Zahl von Flüchtlingen in einer mehrtägigen Aktion an der Einschiffung in die Ägäis gehindert hat, dass es Aktionen gegen Schlepper gab. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welchem Maße das weitergeführt wird. Klar ist, dass die europäische Erwartung an die Türkei natürlich auch ist, dass sie energisch gegen die Schlepperkriminalität entlang ihrer Westküste vorgeht, dass sie das tut, was ein Staat tun kann, um seine Hoheitsgewässer nicht solchen Kriminellen zu überlassen. Das ist ein Teil dessen, was die Türkei ja in dem Arbeitsprogramm auch als Aufgabe sozusagen angenommen hat. Und ich kann Ihnen aber, das sind alles Dinge, die sicherlich besser in Europa zu erfragen wären, weil, wie gesagt, Herr Timmermans war gerade in der Türkei, weil dort auch die ständige Überprüfung des Prozesses läuft. So, jetzt habe ich zu dem Thema keine Fragen mehr, aber und Moment. An Herrn Plate. Ja, bitte. Also ich will ganz offen sein. Ich meine, ich habe was dazu gelesen, wie die Migrationswege sind der Menschen aus Algerien, aber Marokko. Ich möchte es aber verifizieren und würde es deswegen gerne nachreichen. Also die Frage, die sich damit verbindet, ist, wir reden jetzt immer über diese Westbalkanroute oder über diese Balkanroute. Was ist jetzt eigentlich mit der Italienroute, mit der westliches Mittelmeer? Ist das sozusagen an Bedeutung, hat das wieder zugenommen? Angesichts das wäre sozusagen. Ich habe die Frage schon verstanden. Also mir liegt die Antwort fast auf der Zunge, aber weil ich mir nicht ganz sicher bin, möchte ich es ehrlich gesagt qualitätssichern lieber, bevor ich sage und dann rausgeben über den Verteiler. Darf ich noch eine Nachfrage stellen, vielleicht an Herrn Schäfer? Also sozusagen, wenn es um die Frage geht, was machten die türkischen Behörden an ihrer Ägäisküste? Sozusagen, fährt dann mal jemand von der Botschaft dahin und guckt sich das an? Fährt er mal mit dem Auto am Strand lang oder sowas sozusagen? Gibt es von der Bundesregierung irgendwelche konkreten Bemühungen herauszufinden, ob die Türkei Migranten an der Ausreise hindert oder nicht? Also ich habe dem, was die beiden Kollegen gesagt haben, da gar nichts hinzuzufügen. Ob es solche mir etwas schräg anmutenden Dienstreisen gibt, müsste ich prüfen, Herr Siebert. Das weiß ich nicht so ganz genau. Ansonsten würde ich mal sagen, ich bin ganz sicher, dass die Europäische Union mit der Türkei, angeführt von Herrn Timmermans, dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, in ganz engem Dialog ist, ganz sicher auch darauf dringen wird, dass die Zusagen und die Vereinbarungen, die getroffen worden sind, von der Türkei eingehalten werden und das auch überprüfbar ist. Und wir, das hat Herr Seibert vorhin schon ausgeführt, haben ja jetzt heute in einer Woche die Gelegenheit, mit unseren türkischen Partnern ganz intensiv auch über dieses Thema mit Ihnen zu sprechen. Um einen weiteren deutsch-türkischen Kontakt nochmal zu erwähnen, Sie wissen, dass Minister Altmaier, Chef des Bundeskanzleramts und Flüchtlingskoordinator, gerade in der Türkei war, mehrere Gespräche geführt hat mit Ministern, auch mit dem Ministerpräsidenten. Hauptziel seiner Reise war die Vorbereitung der Regierungskonsultationen Ende dieser Woche. Aber natürlich als Flüchtlingskoordinator hat auch dieses Thema eine Rolle gespielt. Also wir sind nicht nur die europäische Seite, auch Deutschland ist flankierend, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, natürlich immer wieder im Gespräch rund um diese Themen. So, jetzt haben wir diverse Fragen zu anderen Themen notiert. Ich glaube, Sie hatten eben zurückgezogen, aber hatten eine Frage zu einem anderen Thema. Dann fangen Sie bitte an. An das Verkehrsministerium. Zu den Codeshare-Flügen, was sagen Sie denn zu dem Richterspruch vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg hinsichtlich der Codeshare-Flüge von Air Berlin und Etihad Airways? Und die zweite Frage wäre dann noch, wie sieht denn der nächste Flugplan aus? Wird es denn da Genehmigungen dann jetzt über den März hinaus geben und auch langfristig? Also was ich Ihnen dazu als Reaktion sagen kann, ist Folgendes. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hatte uns im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzverfahrens in allen Punkten Recht gegeben. Und im Beschwerdeverfahren vor dem OVG Lüneburg, was Sie jetzt ansprechen, ist das OVG der Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Teilen gefolgt. Was heißt in Teilen? Das Gericht hat klargestellt in seinem Beschluss, dass die innerdeutschen Verbindungen von Etihad Airways nicht mit der geltenden Rechtslage übereinstimmen. Und auf der anderen Seite hat das Gericht in seinem Beschluss gesagt, dass der andere Teil der in Rede stehenden Codeshare-Flüge, dass Etihad Airways da einstweiligen Rechtsschutz erhält. Wie gehen wir damit um? Wir werden diese Verbindungen, die das Gericht
jetzt mit einstweiligem Rechtsschutz versehen hat, in den aktuellen Winterflugplan entsprechend einbauen, entsprechend ausgestalten. Gleichzeitig prüfen wir die Begründung des Gerichtsbeschlusses oder vom OVG Lüneburg und werden im Anschluss über das weitere Vorgehen entscheiden. Ja, das vielleicht vorweg. Dann gehen wir eine Reihe nach vorne. Die Kollegin rechts, bitte. Sie müssten sich das Mikrofon bitte ranziehen. Dankeschön. Ich habe eine Frage an Herrn Schäfer zum Thema Ukraine. Der ukrainische Präsident Poroschenko hat gestern gesagt, das hat auch seine Pressedienst weiter verbreitet. Also er hat vorgeschlagen, dass die Verhandlungen jetzt weiter über die Regelung in Donbass werden sollen nach dem sogenannten Genfer Format weiterlaufen. Und das heißt, mit der Teilnahme von Russland, Europäischen Union und der USA. Und ich möchte gerne fragen, was hält man im Auswärtigen Amt dazu, zu dieser Idee? Ja, wir sind Ende des vergangenen Jahres in engem Kontakt im Normandie-Format mit Moskau und Kiew gewesen. Wir sind das auch schon im neuen Jahr gewesen. Wir haben das Gefühl, dass dieses Normandie-Format einen großen, wichtigen, wahrscheinlich auch entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, mit den Minsker Vereinbarungen, den beiden, zuletzt denen vom 11. und 12. Februar 2015, die wirklich bedrohliche Lage, jetzt gerade vor 12 Monaten, so wie sie sich damals darstellte, in der Ostukraine zu entschärfen, einen weitgehend haltenden Waffenstillstand nicht nur zu vereinbaren, sondern auch in die Tat umzusetzen, mit tatkräftiger Unterstützung der OSZE, die Staats- und Regierungschefs im Normandie-Format, die Bundeskanzlerin darunter, aber auch die Außenminister haben sich im vergangenen Jahr sehr intensiv in diesem Normandie-Format um eine politische Lösung für den großen Konflikt in der Ostukraine gekümmert, und zwar auf der Grundlage der Minsker Vereinbarungen. Die 4 beteiligten Staaten haben nochmal Ende des Jahres 2015 gemeinsam festgestellt, dass die Arbeit anders als am 11. und 12. Februar 2015 eben noch nicht Ende des Jahres, des abgelaufenen Jahres beendet ist, sondern dass noch eine Menge Fragen aus dem Minsker Paket, eine Menge Punkte nicht umgesetzt sind. Es ist gemeinsam unter Beteiligung der Ukraine und des ukrainischen Staatspräsidenten entschieden worden, dass man diesen Weg weitergehen möchte. Und ich denke, das ist für uns die Linie, an der wir uns orientieren. Zusatz. Frage. Herr Schäfer, und sagen Sie bitte, gibt es schon einen Termin für das nächste Treffen im Normandie-Format? Mein Treffen soll auch angeblich in Berlin stattfinden. Ich kenne keines. Brauche ich mal ein Handzeichen, wer noch weitere Fragen und Themen hat? Dann sind Herr Jung, Frau Jen, Herr Madelin und Sie, bitte. Herr Sabat, die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative Stopp TTIP und CETA hat 3,3 Millionen Unterschriften gesammelt und davon 1,6 Millionen aus Deutschland allein. Und die haben bei der Kanzlerin um einen Termin gebeten. Da würde mich interessieren, warum hat die Kanzlerin keine Zeit dafür, eine Unterschriftenliste von 1,6 Millionen Bürgern anzunehmen und damit zumindest das Anliegen dieser Menschen anzuerkennen? Wenn diese Bürgerunterschriftenliste dem Kanzleramt übergeben werden soll, wird es sicherlich eine Möglichkeit geben. Das ist auch in der Vergangenheit schon möglich gewesen. Die Bundeskanzlerin macht solches Dinge grundsätzlich nicht. Es gäbe sonst regelmäßig Anlass, diese oder jene Unterschriftenliste entgegenzunehmen. Das ist ein Grundsatz, auch im Interesse der Gleichbehandlung von anderen Aktivitäten und Organisationen. Das heißt ja nicht, dass nicht, und die Bundeskanzlerin hat gerade in Freiburg darüber gesprochen, dass nicht die skeptische Haltung, die Teile der Öffentlichkeit gegenüber TTIP einnehmen, der Bundesregierung sehr bewusst ist und dass wir deswegen auch nicht locker lassen, bei unseren Bemühungen die Informationen über dieses geplante Abkommen in die Öffentlichkeit zu geben, um solchen Sorgen, die es da gibt, zu begegnen. Zusatz. Haben Sie richtig verstanden, dass es dann noch einen Weg geben wird, dass die Unterschriftenliste ins Kanzleramt kommt? Nein, ich habe nur grundsätzlich gesagt, dass es schon
Entschuldigung. Das Kanzleramt hat ja schon eine schriftliche Absage dieser Initiative mitgeteilt. Da würde mich auch mal vielleicht vom Wirtschaftsministerium interessieren, ob denn der Vizekanzler und TTIP-Befürworter Herr Gabriel bereit wäre, diese Unterschriftenliste von 1,6 Millionen deutschen Bürgern entgegenzunehmen. Ich habe darüber gesprochen, dass die Bundeskanzlerin solche Termine grundsätzlich nicht macht, auch im Interesse der Gleichbehandlung anderer Initiativen, die auch Unterschriften für dieses oder jenes gesammelt haben mögen. Und da kann auch die Quantität keinen Unterschied letztlich machen. Es gibt immer die Möglichkeit, im Kanzleramt etwas auf dem Postwege abzuliefern. Und das Wirtschaftsministerium? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Mir ist keine derlei Anfrage bekannt oder kein Ansinnen bekannt, das dem Vizekanzler zu übergeben. Sofern dieses Ansinnen an das Haus herangetragen wird, wird es natürlich geprüft, aber hypothetisch kann ich die Frage jetzt hier nicht beantworten. Frau Jen. Ja, Herr Gabel hat vorgeschlagen, eine Kaufprämie von 5.000 Euro für Elektroautos. Eine Frage, wird dieser Vorschlag auch vom Verkehrsministerium geteilt und sieht das Finanzministerium dafür finanziellen Spielraum? Ja, weil ich zuerst angesprochen wurde. Also grundsätzlich ist sich die Bundesregierung einig darin, dass wir der Elektromobilität einen zusätzlichen Schub verleihen wollen. Und es gibt unterschiedliche Vorschläge, wie wir das tun. Die Position des Verkehrsministeriums ist da klar und unverändert. Ich weise aber auch darauf hin, weil es in den Debatten gelegentlich zu kurz kommt, dass es auch eine Reihe von guten Maßnahmen bereits gibt. Zum Beispiel die Infrastruktur auszubauen oder im finanzpolitischen Bereich Wege zu gehen. Also die Bundesregierung ist da keineswegs untätig. Die Position des Bundesverkehrsministeriums im Laufe der Gespräche, wie wir einen weiteren Schub geben können, ist an der Stelle unverändert. Also nochmal zur klaren Position. Also 5.000 Euro Kaufprämie, ist das jetzt Teil dieser klaren Position oder nicht? Also ich werde Herrn Gabriel nicht kommentieren, aber wenn Sie unser Haus die letzten Jahre über begleitet haben, werden Sie sehen, dass eine Kaufprämie nicht zu den Vorschlägen gehört, die das Bundesverkehrsministerium in die Debatte eingebracht hat. Ich glaube, wir können doch sagen, für alle Ressorts, und das haben wir ja hier auch in letzter Zeit schon zum Ausdruck gebracht, innerhalb der Bundesregierung beraten wir intern darüber, wie über die schon existierenden, laufenden, umfangreichen Fördermaßnahmen hinaus die Elektromobilität noch weiter gefördert werden kann. Es gibt dazu noch kein einheitliches Meinungsbild in der Bundesregierung und deswegen führen wir die Gespräche natürlich weiter und wir verführen sie, wie man das so macht, mit dem Koalitionsvertrag im Kopf. Frau Thiesenhausen. Ja, nur weil ich auch angesprochen wurde, wir haben ja darüber schon ausführlich auch am Mittwoch geredet. Es ist ein Vorschlag des Vizekanzlers, wie Sie korrekt zitieren. Und wie auch klar geworden ist, ist das keine Position der Bundesregierung bislang. Die Haltung des Bundesfinanzministeriums ist, glaube ich, auch hinlänglich bekannt in der Frage. Danke. Herr Merdele, dann Ihre Frage noch unter Jung. Bitte. Achso, jetzt. Das ist zwar ein anderes Thema, aber darf ich eine Zusatzfrage zu diesem Thema? Bitte. Danke. Herr Seibert, die Gespräche über diese Elektromobilität, wie lange sollen sie dauern? Und eine andere Frage, die Bundeskanzlerin trifft sich gerade, glaube ich, mit Herrn Draghi. Mit welchen Erwartungen ging sie in den Gespräch rein? Darüber hat der Herr Streiter schon berichtet, als er diesen Termin angekündigt hat. Und mehr werde ich auch nicht sagen. Es ist einer der immer mal wieder vereinbarten Meinungsaustausche mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, informell und vertraulich. Und Sie können sich vorstellen, dass die wirtschaftliche, finanzpolitische Situation Europas dabei im Zentrum steht. Zweitens. Hatte ich jetzt vergessen, Entschuldigung. Es ging nochmal um die Elektromobilität. Wie lange die Gespräche daran? Ach so. Sollte es, wenn es zwischen den Ressorts und dem Kanzleramt zu einer einheitlichen Position gekommen ist, dann werden wir Sie darüber informieren. Bitte. Ihre Frage. Ja. Herr Rudolph, ich habe noch mal eine Nachfrage zu den Codeshare-Flügen Etihad Air Berlin. Sie haben eben die Folgen für den Winterflugplan geschildert, aber offen gelassen, was das für den Sommerflugplan bedeutet. Denn der Etihad-Chef Hogan meint, er könnte jetzt diese Gemeinschaftsflüge auch im Sommerflugplan durchführen. Und
Vielleicht können Sie auch noch sagen, wie die Verhandlungen auf Regierungsebene laufen, Vereinigte Arabische Emirate und Deutschland in dieser Frage. Also zum ersten Punkt, ich hatte gesagt, dass wir die Verbindungen, die einstweiligen Rechtsschutz bekommen haben, in den Winterflugplan entsprechend einbauen. Die anderen, die keinen einstweiligen Rechtsschutz bekommen haben, die innerdeutschen Flüge nicht. Und dass wir gleichzeitig eben die Begründung des Gerichtsbeschlusses jetzt prüfen und im Anschluss über das weitere Vorgehen beraten. Dieses Vorgehen möchte ich gerne auch einhalten und die Prüfung da abwarten. Grundsätzlich war und ist die Bundesregierung offen für Gespräche. Also es geht da ja um die Luftverkehrsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den VAE. Und diese Luftverkehrsbeziehungen erlauben nicht alle von Etihad Airways beantragten Codeshare-Flüge. Und deswegen hat es auch im vergangenen Jahr schon einige Gespräche dazu gegeben. Und wir haben auch im vergangenen Jahr, und das betonen wir auch weiterhin, immer gesagt, dass wir offen sind für Gespräche mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, um eben luftverkehrsrechtlich tragfähige Lösungen zu finden. Das ist nach wie vor aktuell, auch nach diesem Beschluss. Letzte Frage, Herr Jung. Herr Hennies, Ihr Ministerium hat sich ja jetzt für die israelische Drohne Heron entschieden. Da würde mich mal interessieren, was hat den Ausschlag gegeben? Was macht diese Drohne besser als andere und wie viele sollen denn bis 2025 gekauft bzw. geleased werden? Wie viele? Also der Ausschlag bei der ganzen Operation war ein Vergleich mit der amerikanischen Drohne Predator und der war insofern, dass wir gesagt haben, wir wollen in die Vertragsverhandlungen gehen jetzt mit der hinsichtlich dieser bewaffnungsfähigen Drohne und kann Ihnen sagen, dass dies zwar jetzt erstmal die erste Entscheidung ist diesbezüglich. Aber ganz wichtig ist, dass bei den Verhandlungen natürlich immer die Drohne Predator natürlich immer noch weitere Optionen beibehalten wird. Und über Stückzahlen oder sowas alles kann ich Ihnen keine Auskunft geben zurzeit. Zusatz. Deutschland nutzt ja bereits diese israelische Drohne in Afghanistan und liest die ja. Ne? Können Sie uns mal sagen, was so eine Flugstunde kostet? Das ist ein anderes Produkt. Was wir dort ins Auge fassen, das ist eine, die wir ins Auge fassen hinsichtlich der Beschaffung, das ist die Heron TP. Und die in Afghanistan genutzte Drohne ist eine andere Heron-Drohne. Aber wie was kostet sowas, das Leasing, also eine Flugstunde oder pro Tag? Naja, das ist ja insgesamt, also zu einer Flugstunde dieser Heron-Drohne kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Und zu den Kosten müsste ich nachreichen. Danke. Noch eine Frage nehmen wir bitte. Sing von AP an Herrn Dr. Schäfer. Bitte, haben Sie neue Details zu der Rückführung der deutschen Opfer aus der Türkei und können Sie was dazu sagen, warum die Autopsie in Deutschland stattfindet und nicht vor Ort? Zur letzten Frage kann ich nichts beitragen. Vielleicht kann das der Kollege aus dem BMI. Zur ersten Frage, die Gespräche mit der türkischen Seite und die entsprechenden Vorbereitungen laufen zurzeit, sind noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist es jetzt zu früh, Ihnen da zu verkünden, wann genau die sterblichen Überreste der deutschen Opfer der Anschläge von Istanbul vom Dienstag zurück nach Deutschland gebracht werden. Ja, vielleicht kurze Ergänzung von mir, wenn auch nicht wirklich in der Substanz. Die Frage der Autopsie, wo das stattfindet, das ist eine Frage der Ermittlungsbehörden. Den Medien meine ich entnommen zu haben, dass der Generalbundesanwalt das sozusagen erbeten hätte, untechnisch gesprochen. Wenn dem so ist, müssten Sie sich dann eben an die Pressestelle des Generalbundesanwalts wenden. Gab es noch einen Nachtrag von Herrn Seibert? Ja, Herr Jung hatte vorhin nach Umfragen des Bundespresseamts zum Thema Flüchtlinge gefragt. Im Jahre 2015 gab es zwei Umfragen mit diesem Thema, eine im Sommer, eine im September. Und seit Ende vergangenen Jahres, also seit noch nicht so sehr langer Zeit, stellen wir einmal im Monat drei Fragen zum Thema Flüchtlinge, um
Trends auch in der Haltung der Bevölkerung aufzuzeigen. Und das werden wir so lange fortführen, zunächst einmal, wie uns das Thema so relevant erscheint wie im Moment. Herr Jung, dazu noch? Oder nicht dazu, aber ein anderes Thema wäre das noch, Herr Schäfer, zu Libyen. Gut, dann noch eine Frage und dann schließen wir die Frageliste. Herr Schäfer, der UN-Sondergesandte Kobler lebt gerade in Libyen für deutsche Militärausbildung von libyschen Sicherheitskräften, spricht und wirbt er da im Namen der Bundesregierung? Martin Kobler ist deutscher Diplomat, war es jedenfalls mal, wird es auch, glaube ich, bleiben, würde sich auch als ein solcher bezeichnen, aber er ist der Beauftragte der Vereinten Nationen, des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Libyen. Das macht er seit 2 Monaten, das macht er aus unserer Überzeugung extrem gut und sehr engagiert. Herr Kobler war in der letzten Woche bei einer größeren Europareise auch in Berlin und hat mit Außenminister Steinmeier über die aktuelle Lage gesprochen. Es ist selbstverständlich nicht an Herrn Kobler, deutsche Angebote für eine Unterstützung einer hoffentlich bald nach Tripolis zurückkehrenden, dann ins Amt gerufenen libyschen Zentralregierung zu machen. Das können wir schon selber. Aber selbstverständlich besprechen wir mit den Vereinten Nationen und deshalb auch mit Martin Kobler sehr intensiv den Beitrag, den Deutschland im Rahmen der Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft liefern kann und liefern will und auch dann liefern wird, wenn tatsächlich die Bemühungen der Vereinten Nationen und die von Martin Kobler von Erfolg gekrönt sein werden, nämlich tatsächlich diese Einheitsregierung hinzubekommen, ihr Platz und Handlungsspielraum und Sicherheit in Tripolis zu verschaffen. Denn es ist völlig klar, dass eine solche Einheitsregierung und die sie unterstützenden Kräfte die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft beim Aufbau eines nachhaltigen und tragfähigen Staatswesens braucht. Und da steht Deutschland im Wort, auch den Vereinten Nationen gegenüber. Und da laufen unsere Vorbereitungen übrigens im breiten Ressortkreis mit ganz vielen Dingen, die da passieren können, nicht nur der Stärkung von Sicherheitskräften auf vollen Touren, sodass wir so schnell wie nur irgend möglich, wenn die nächsten Schritte gelingen, dann helfen können. Meine Damen und Herren, damit beenden wir die Pressekonferenz. Ich danke Ihnen für den Besuch. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ja. I'm thinking of a question.